Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Warum funktioniert. Ja, okay, das Spiel berechnet gerade noch, wo überall Wasser hinkommt. Das dauert ein bisschen wohl. Okay. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Mit dem Punkto, wir haben verdammt viel Geld. Wir hätten einiges noch zu tun. Aber auch mit dem Punkto, ich weiß gar nicht mehr, was ich von diesem Spiel erwarte. Wenn man mal so will, warum ist denn der Typ hier mit dem roten Balken, ist der tot? Nö, der ist einfach nur da. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich von diesem Spiel wirklich noch erwarten soll, was ich noch hier machen soll. Dementsprechend möchte ich ehrlich gesagt in dieser Folge erstmal, und jetzt bitte seid nicht böse, erstmal die Serie wieder, okay. Warum hat der keinen Aktenschrank? Hat er noch nie einen Aktenschrank gehabt? Erstmal zu Ende bringen. Wie gesagt, erstmal. Das heißt nicht, dass das in irgendeiner Weise so für immer weg ist oder so. Es war ja das letzte Mal schon nicht für immer weg. Wird auch dieses Mal nicht für immer weg sein. Aber ihr habt mich auch darum gebeten, hier Abschlüsse für diese Serie zu bringen. Das wollen wir jetzt mit dieser Folge machen. Ich denke, wir sind an einem guten Plan. Ich weiß, wir hatten vor, hier drüben noch weiter zu bauen. Aber im Endeffekt mache ich nur wieder das gleiche wie hier. Und ich habe diese Serie jetzt doch einige Folgen lang gemacht. Und ja, es fällt mir schwer, muss ich gestehen. Es fällt mir schwer, der Serie jetzt bereits wieder Lebewohl zu sagen. Aber andererseits fällt es mir auch leicht, weil ich einfach weiß, ich habe hier Fehler gemacht. Die kann ich vielleicht das nächste Mal dann besser machen. Und ich weiß, dass da draußen viele, viele coole Spiele sind, auf die ich mich ebenfalls freue und die ich gerne euch zeigen möchte und gerne mit euch spielen möchte. Und deswegen möchte ich hier einen Schlussstrich ziehen bei dieser Serie und möchte andere Spiele jetzt wieder beginnen. Gerne in diesem Rahmen dürft ihr mir immer auch Vorschläge für neue Spiele in der Beschreibung da lassen. Ich möchte hierbei auch eines anmerken. Es war geplant, ursprünglich, statt Prison Architect, wenn das vorbei ist, Kerbal Space Program zu bringen. Ich habe davon wieder abgesehen. Die Frage ist jetzt natürlich, warum habe ich davon wieder abgesehen? Das ist ganz einfach. Ich habe keine Lust auf diesen ganzen Scheiß Hate, der da immer wieder gekommen ist, als ich Kerbal Space Program gebracht habe. Moment mal, wir wollen wegen den Insassen gucken. 21 neue, ist das denn okay? Ein neuer, dann wären es 70. Ne, das ist nicht okay. 19 neue, das ist richtig. Immer wieder kommt diese ganze bescheuerte Ansagerei. Was ich denn alles falsch gemacht hätte in Kerbal Space Program und andauernd kommt dieses, dass mein Kanal nur für Kerbal Space Program praktisch existiert. Und darauf habe ich keine Lust, muss ich gestehen. Das ist nicht so wirklich meins. Ich möchte Spiele spielen und dann möchte ich sie auch so spielen, wie ich es gerne habe. Und da habe ich mich ehrlich gesagt die letzten Wochen immer wieder drüber aufgeregt und dann habe ich auch bei XDQM Hose gesehen. Bei ihm war genau der gleiche Scheiß und es tut mir leid, aber ich muss auch Videos machen, die mir gefallen. Und wenn ich jedes Mal Angst haben muss, von irgendjemand gehatet zu werden, weil ich vielleicht den falschen Antrieb seiner Meinung nach verwendet habe, weil es einen effizienteren Weg gibt als den, den ich gegangen bin, dann tut es mir leid, darauf habe ich keine Lust. Weil ganz ehrlich, es kommt ja nicht immer nur darauf an, den effizientesten Weg zu gehen, auch, sondern auch seinen eigenen Weg zu gehen. Aber viele Leute sehen das nicht so. Viele Leute meinen, auch hier bei Prison Architect, meinen dann, der Weg, den sie mir vorschlagen, das ist der einzige richtige Weg, weil es der vermeintlich idealste Weg ist. Und ich sitze dann so da und denke mir so, nein. Nein, es ist nicht. Es ist nicht der idealste Weg. Nur weil es vielleicht der Weg ist, der am meisten Geld bringt. Und der Weg, der vielleicht am richtigsten ist in diesem Spiel. Aber wenn der Weg mir keinen Spaß macht, warum sollte ich es dann so spielen? Das würde doch keinen Sinn machen. Und dementsprechend möchte ich gerne jetzt auch bei Prison Architect einen Schuss durchstehen. Ich werde kein KSP anfangen.
Es tut mir leid für alle Leute, die sich da gut benommen haben. Das ist natürlich der große der Zuschauer, hat sich gut benommen. Es kommentiert hier eh nur ein kleiner Teil aller Zuschauer überhaupt. Was kein Vorwurf ist, nicht falsch verstehen. Das ist kein Vorwurf, ist einfach nur eine Feststellung. Es kommentiert nur der kleinste Teil der Zuschauer. Und von diesem kleinen Teil sind es dann auch nur wenige, die dann haten. Aber die Leute stechen halt heraus und im Endeffekt haben die es jetzt den anderen versaut. Tut es mir leid, aber man muss halt selber auch in gewisser Weise an sich selbst manchmal denken, in dem Fall. Deswegen werde ich kein KSP machen, ich werde das Personalität erstmal schließen. Ich werde aber ein neues Spiel aufmachen. Ihr wisst, City Skylines steht kurz bevor. Des Weiteren steht das Let's Play von Desi und mir bevor, welches allerdings ja eine feste Folgenzahl hat. Das ist ja kein endlos Let's Play. Ist auch nicht so lang. Das ist natürlich auch was, was ich jetzt euch zeigen möchte. Und ja, ich muss gucken, was für ein Spiel als nächstes kommt. Wenn ihr da Vorschläge habt, gerne mir Bescheid geben. Gar kein Problem. Ich habe mir überlegt, hier kurzzeitig mal wieder, ob ich The Next Car Game wieder spielen soll. Aber auch das ist so noch nicht wirklich vollendet und dementsprechend lasse ich das. Ich meine, hier nochmal ein herzliches Dankeschön an Larry Lashy. Keine Ahnung. Es tut mir leid, Moment. Ich gucke nach, ich weiß, wie ich nachgucken kann. Ihr habt jetzt gerade kurz kein Ingame-Sound, es tut mir leid. Aber ich möchte natürlich nachgucken. Ich weiß, glaube ich, noch, wo ich sehen kann, wer mir dieses Spiel geschenkt hat. Und zwar war das der liebe Lashy, genau. Lashy hat mir das Spiel geschenkt. Dementsprechend natürlich wäre auch hier, ihr wisst ja, wenn ich ein Spiel geschenkt bekomme, dass ich dazu immer Videos mache. Das ist ja so mein Grundsatz. Aber da ist es auch noch nicht weit genug fortgeschritten, glaube ich. Entsprechend muss ich mich mal umgucken. Ich habe auch überlegt, ob ich mir Bestige hole, aber das haben jetzt schon so viele YouTuber gemacht. Ach, das ist noch nicht so. Das wäre auch nur so eins von 1000 Let's Plays. Das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt sein. Ja, ich beende gerade mehr Projekte, als ich starte. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut, weil aktuell war ein bisschen Chaos auf meinem Kanal. Der wird wieder ein bisschen in Ruhe kommen. Ich werde versuchen, da jetzt wieder ein bisschen Ordnung auch reinzubringen. Ich hoffe, ich kann es allen möglichst recht machen. Ich werde es nie allen perfekt recht machen können. Das ist klar. Aber wir müssen einfach mal gucken. Es ist auf jeden Fall so, dass ich ein anderes Projekt jetzt starten möchte. Und ja, mal gucken. Ich bin halt so ein Mensch, der da auch so ein bisschen, ja, der einfach, was soll man dazu sagen? Ich brauche einfach mal was Neues, denke ich. Und ich meine, das Prison ist so weit fortgeschritten jetzt. Soweit hätte ich nie gedacht, dass ich überhaupt spielen würde. Es funktioniert eigentlich alles. Wir sind nur noch am Report neu Dingern hier neu starten und checken und hier die ganzen Grants sind bald erfüllt. Das ist einfach für mich schon das Ziel gewesen, überhaupt so weit zu kommen. Ist für mich krass. Weiter wollte ich gar nicht kommen. Und ich werde dieses Ding hier nicht löschen, dieses Prison. Ich werde das behalten. Wir können irgendwann gerne hier drüben für die 80.000 das Ding holen. Aber bevor wir das machen, das werde ich nämlich dann wieder vergessen, machen wir das noch schnell. Das schalten wir noch schnell frei. Das haben wir uns schon so lange gewünscht. Da haben wir auch alles erforscht jetzt. Vielleicht verkaufen wir auch das Prison beim nächsten Let's Play oder so. Ich weiß es noch nicht, was wir machen. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was wir genau machen. Aber auf jeden Fall ist für mich wichtig, jetzt mal wieder was Neues zu machen. Kurzzeitig sagte ich sogar an ein Half-Life Let's Play, aber ich glaube, das ist schon einfach zu alt. Ich hätte auch nur Half-Life 2 und die beiden Episoden dazu. Wir müssen mal gucken, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Ich werde gucken, worauf ich gerade Bock habe und dann werde ich das ein bisschen spielen. Dann wollen wir mal schauen, dass das hier läuft, ne? Gut. Ansonsten, ihr seht ja, das Prison macht sich eigentlich fast vollkommen von alleine. Also wenn ich nichts zu erzählen habe, habe ich auch wenig zu tun. Ich meine, ich kann ab und zu mal hier klicken und den Zellblock durchsuchen. Einfach nur mal so sporadisch, um vielleicht was zu finden. Aber das meiste wird eh von den Hunden gefunden und den Metalldetektoren, die an jedem Eingang stehen. Und
ich krieg wahnsinnig viel Geld durch die Exporte und jeden Tag kommen neue Prisoner dazu, die wir dazu nehmen können und das ist alles ziemlich gut am Laufen. Ja, natürlich könnte man jetzt High-Risk-Leute nehmen, die sind viel schwieriger zu bändigen, schon klar. Aber das reizt mich gerade gar nicht. Es reizt mich nicht, muss ich gestehen. Es reizt mich einfach nicht und dementsprechend möchte ich es jetzt auch aktuell nicht machen. Wir können mal gucken, wie viel ist denn dieses Gefängnis theoretisch wert? Wir würden 380.000 bekommen. Für das Gefängnis. Hier sehen wir auch nochmal die Zusammenrechnung, was das Gefängnis im Endeffekt wert ist. Das ist schon ein Batzen Geld, aber ja. Läuft, ne? Startkapital waren bei uns 50.000. Wir haben den Wert auf jeden Fall vervielfacht. Aber wahnsinnig viel vervielfacht. Unser Gewinn ist auch ganz gut. Können wir mal machen, irgendwann vielleicht, aber nicht heute. Nicht jetzt, nicht sofort. So. Ich danke natürlich trotzdem weiterhin für eure Unterstützung und dafür, dass ihr mir so viele nützliche Kommentare gegeben habt. War ja einiges dabei, wo ich vieles Neues über dieses Spiel gelernt habe. Das hat mich gefreut. Ja, jetzt wollen wir mal gucken. Ich bin echt mal gespannt, was das nächste Projekt wird. Weiß ich nämlich selbst noch nicht. Wie gesagt, lasst eure Meinungen, eure Wünsche in den Kommentaren da. Wenn es nicht das nächste, vielleicht das übernächste Projekt wird, müssen wir dann gucken. Das kann man dann ja noch immer entscheiden. So. Gut, ich denke, damit wären wir auch schon beim Ende. Das war jetzt eine kurze Folge. Klar, es war die letzte Folge. War jetzt nichts Besonderes. Ich habe nur ein bisschen darüber geredet. Wollte ich hier mal in diesem Ding machen. Ich glaube, es ist immer echt wieder notwendig, dass ich so ein allgemeines Video mache, wo ich über diese ganzen Sachen rede. Weil es gibt viele Dinge, die mich einfach stören, die ich vielleicht anders machen möchte. Oder nicht, die ich nicht anders machen möchte, sondern die mich einfach auf YouTube stören. Ich brauche mal wieder so eine Broadcast-Sendung, glaube ich. Wie nennt sich denn das? Podcast. So eine Podcast-Sendung. Aber das sind alles Zukunftsthemen. Bis dahin, mein Name ist Light. Over and out.